ich ganz wichtig finde, ist im Sinne von, wie können wir Menschen mit Behinderungen in unsere Organisation anstellen. Und da gibt es zwei Punkte für mich, wo ich gerne ein Plädoyer aussprechen wollen würde für die Unternehmen. Einerseits die Führungskräfte auch weiterzubilden, um halt auch darauf zu sensibilisieren, dass Menschen mit Behinderungen auch eingestellt werden können und dass diese Stigmen oder diese Ängste, die Führungskräfte oder Mitarbeiterinnen auch mitbringen, durchbrochen werden. Und vor allem an die Bewerberinnen und Bewerber Mut zuzusprechen. Mut zuzusprechen, sich zu bewerben, auch wenn sie eine Behinderung haben, und es einfach zu thematisieren. Nur so kann es auch eine Änderung geben.